Ja, hallo liebe Finnland-Freunde und ja, diesmal muss man auch sagen Technik- oder Panzerfreunde. Ja, ich befinde mich nach wie vor in Finnland und was macht dieser deutsche Panzer hier in Finnland? Dieser Sache wollen wir nachgehen und ob es noch mehr davon hier gibt, das schauen wir uns mal an. Ja, an der Autobahn E12 zwischen Hämeenlinna und Tampere auf der Höhe Hattula steht er. Der Panzer Leopard 2 A4, würde ich sagen. Und was macht dieses Geschütz von der deutschen Firma Krauss Maffei hier an der Autobahn in Finnland? Das ist eine große Frage und der gehen wir heute nach. Hier in der Nähe von Hattula bzw. Parola befindet sich erstens ein Panzermuseum und zweitens ist hier auch aktuell noch ein Tankbataillon der finnischen Streitkräfte stationiert. Und deshalb steht dieser Panzer hier auf Höhe Hattula an der Autobahn. Ja, ein wunderschönes Stück und ich mache mich jetzt mal auf den Weg und guck, was es hier sonst noch so gibt. Und wir sehen uns gleich im Panzermuseum wieder. Bis dann! So Leute, ich befinde mich jetzt hier in Parola, in Finnland natürlich, und vor dem Panzermuseum. Jetzt gehen wir hier gleich rein. Ein Hinweis habe ich vorher noch. Das Hakarista, also das finnische Hakenkreuz, auf den gezeigten Fahrzeugen hier, ist kein Zeichen einer verfassungsfeindlichen Organisation oder sowas, sondern der finnischen Armee. Nur, dass wir das nochmal klargestellt haben. Ansonsten gibt es hier natürlich auch Ausstellungsstücke, wo im Gegensatz zu Deutschland die Zeichen von damals nicht verdeckt sind. Und das kann man natürlich auch zeigen, weil es eben hier ein Museum ist. Das dient einfach nur der Information. Und man sieht hier geschichtliche Hintergründe. Und das ist auch schon alles. Also falls ihr da sowas seht, lasst euch davon nicht abschrecken, das gehört zu diesem Museum hier in Finnland dazu. Und was mich interessiert, sind die Ausstellungsstücke hier, die Panzer, gerade die deutschen Modelle, die hier gelandet sind. Und jetzt gehen wir mal rein und schauen uns das Ganze an. Ja, auf dem Gelände hier sind drei Hallen zu sehen und zwei große Schleppdächer, ein kleiner Außenbereich.
Das alles ist sehr, sehr interessant, gut aufbereitet. Es gibt an jedem Ausstellungsstück eine Tafel in mindestens drei Sprachen, wenn nicht sogar vier, was ich da gesehen habe. Und ja, eine Übersicht zeige ich euch hier mal ganz kurz. Ja, hier in der Nähe hört man auch Schüsse und Artillerie. Also hier in der Umgebung befindet sich auch ein Truppenübungsplatz der finnischen Armee. Und da grollt das doch schon ganz schön hier im Hintergrund. Erinnert mich an alte Zeiten bei der Bundeswehr. Ja, und ich bin wirklich sehr gespannt, was mich jetzt hier erwartet. Also Leute, viel Spaß bei diesem Video und haut mir in die Kommentare, wenn ihr noch Anmerkungen habt, wenn ihr irgendwas hier noch wisst, was ich übersehen habe. Und ja, lasst uns das Ganze mal zusammen ein bisschen erkunden hier. Also, viel Spaß. Moro. Ja, Museo. Joo. Ja, olet sä yksin menossa vai? Joo. Tuu, että sun mitään perhettä on. Jaha. Joskus tulee tähän kanssa, jos sanoo, että mulla on perhe tuolla pihalla, niin mä oon tuosta juuri noin, tuosta noin ja noin ja noin. Kiitos. Oletko aikaisemmin ollut täällä? Joo. Niin Okei. Okay. So, hier ist das auch noch mal dargestellt zur Erklärung. Das Haakaristi, also das finnische Hakenkreuz, ja, ist eben nicht angekippt wie das, was man sonst so überall sieht. Und hier wird auch noch mal ganz, ganz klar darauf hingewiesen, dass das ein nationales finnisches Symbol der finnischen Panzerstreitkräfte ist. Früher wurde das auch bei der Luftwaffe in Blau verwendet, aber mittlerweile haben die auch ein anderes Symbol, nämlich eine Abwandlung des finnischen Löwen. So, ich führe euch hier ein bisschen rum. Jetzt habe ich gerade das Glück, dass ich hier alleine bin. Und da schauen wir uns doch noch mal um. Ja, die Finnen haben natürlich keine eigene Produktion von Panzern gehabt und waren natürlich auf Kraftfahrzeuge anderer Länder angewiesen. Also wundert euch nicht, wenn es hier auf französischen, russischen oder englischen Panzern finnische Symbole gibt. Natürlich wurden diese Fahrzeuge von der finnischen Armee auch verwendet. Und zum Beispiel dieses Exemplar hier, ja, legendär ist eben das Sturmgeschütz 3 und in diesem Fall hier die Ausführung G. Die Tafel zeigt das schön, hier in mehreren Sprachen. Hier wird nochmal gezeigt, ja, was das für ein Panzer ist, also in diesem Fall hier von der Wehrmacht damals. Und hier kann man sich das dann in vier Sprachen angucken, ne? Ja. Ja, also ist ganz interessant, was hier auf der Tafel steht. Die Produktion der Sturmgeschütze begann ja in Deutschland 1940 und wurden mit geringfügigen Änderungen ja bis Ende des Krieges 45 gebaut. Ganz kurz nochmal zu den Hintergründen. Finnland kaufte 1943 insgesamt 59 Panzer von Deutschland. 59 dieser Sturmgeschütze. Und ja, 30 davon wurden 1943 geliefert und dem Sturmgeschützbataillon zugestellt. Und die 30 Geschütze, die hier 1943 geliefert wurden, nahmen auch an den Schlachten
des Sommers 1944 auf der karelischen Langenge teil. Bei dieser Schlacht auf der karelischen Landenge erledigten die Finnen 87 feindliche Panzer und die Verluste der Finnen betrugen 8 Panzer. 1944 wurden dann die restlichen 29 Geschütze geliefert und die kamen natürlich in Finnland zu spät an. So, das heißt, die letztgelieferten Geschütze im Sommer 1944 wurden auch nur noch für Schutzaufgaben eingesetzt, bis 1966 in der Ausbildung genutzt. Dieses ausgestellte Geschütz hier wurde 1944 gebaut, kam also erst im Sommer 1944 in Finnland an und nahm dann natürlich auch nicht mehr an Kampfhandlungen teil, wurde jedoch für Schutzaufgaben in Vuosalmi auf der karelischen Landenge eingesetzt. 1990 kam dieser Panzer hier ins Panzermuseum und wurde in einen fahrbereiten Zustand gebracht. Das heißt, dieser Panzer hier, des späteren G-Modells, ist tatsächlich fahrbereit. Es gibt noch zwei andere Sturmgeschütze hier auf dem Gelände, draußen unter den Schleppdächern. Das sind zwei von denen, die 1943 geliefert wurden und die nahmen tatsächlich auch an Kampfhandlungen teil und sind natürlich nicht mehr fahrbereit.
Der Kampfpanzer Leopard 2A4. Ja, ist schon so ein erhebendes Gefühl, auf so einem Panzer zu sein, ne? Kommandantenplatz. Den Fahrerplatz wollen wir uns ja auch noch mal angucken, ne? Der Fahrerplatz. Ja, ewig ist es her. Auch ich habe bei der Bundeswehr diesen Typ hier bewegt, Fahrschule gemacht auf Leopard 2 und natürlich dann auch auf Übungsplätzen damit teilweise unterwegs gewesen. Ja, ein bekannter Geruch hier. Ah, bisschen Hydraulikflüssigkeit. Herrlich. Ja, schöne Erinnerung. Wirkt jetzt alles hier ein bisschen so tot im Museum. So richtig reinkrabbeln kannst du ja auch nicht. Aber ja, für mich unvorstellbar. Gefühlt habe ich vor ein paar Jahren mit dem Ding noch Tage auf dem Übungsplatz verbracht und jetzt steht das Ding hier im Museum. Also das finde ich schon irgendwie so ein bisschen, ja, man kann es sich gar nicht vorstellen, dass so schnell so ein Modell im Museum landet. Aber die neueren Modelle basieren ja alle auf dem Leopard 2 von Krauss-Maffei und wenn man sich die aktuellen Versionen anguckt, gab es auch immer nur Verbesserungen. Ja, das Grundgerüst ist eigentlich immer geblieben. Einfach schön. Achso, hier nochmal das Typenschild vom Leopard 2A4. Dieser hier sogar mit Resten von deutschen Kennzeichen. Aus rechtlichen Gründen haben die das Y da übergemalt. Ansonsten, ich weiß nicht, ob man das irgendwie noch nachvollziehen kann, wo der gelaufen ist. Y377222. Ja, und steht auch vielleicht ein bisschen was zur Historie hier, ja, da steht.
Ja, schon Wahnsinn, was hier alles rumsteht, ne? Ein paar russische Modelle auch noch. Und ja, sogar Finnland selber hat hier ein Fahrzeug produziert, den Patria XA 360. In diesem Fall AMV 8x8. Ja. Gepanzertes Radfahrzeug aus Finnland. Ja. Was gibt's da? Ja, so sieht das Ganze aus und das finde ich schon auch ein sehr interessantes Fahrzeug. Hier darf man auch sogar reingehen. Wow, gepolsterte Sitze. Das sieht ja schon beeindruckend aus, ne? Ja, und wo es um finnische Technik geht, darf Valmet nicht fehlen. Natürlich. Der Hersteller aus Uusikaupunki. In Uusikaupunki werden heute noch Fahrzeuge, unter anderem die deutsche A-Klasse von Mercedes zusammengesetzt. Und aus der Feder von Valmet stammt auch dieses Modell Valmet 1912-6. Ja, dann schauen wir doch mal, was das hier für interessante Modelle unter den Schleppdächern gibt. Oh, Vickers Armstrong 6. 8,8 Tonnen. Leichtgewicht, würde ich sagen, gegen den Leopard 2 mit 54 Tonnen. Also wirklich. Ja, dann gucken wir uns mal um, was das hier für interessante Modelle gibt. Ob es ja auch ein paar deutsche Ausstellungsstücke gibt, die hier in Finnland irgendwie hängen geblieben sind. Ich kann mir vorstellen, dass es ein paar Ausführungen des Sturmgeschützes hier noch gibt, aber das werden wir gleich sehen. Viele russische Modelle hier, natürlich die Nähe zu Russland. So, und ja, also ob die hier noch fahrbereite Modelle haben, das wage ich zu bezweifeln, das weiß ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Oha, was ist das, ne? Russisch-finnische Gemeinschaftsproduktion oder was? BT42, aha. Der BT42. Das sieht interessant aus, das sehe ich doch schon von hier.
Das gucken wir uns mal von Dichtem an. Ja, siehst du? Sturmgeschütz 3. Richtig erkannt. Ausführung G. Und hier gibt es noch Sturmgeschütz 3. Ausführung G. Sturmgeschütz 40. Ja, ist das ja eigentlich, ne? Marietta heißt sie. Ja, okay, also hier nochmal die technischen Daten. .75 mm. Ja, und ein MG an Bord, 7,62, das kennen wir alle. Ja. Ja, die unterscheiden sich auch. Man sieht das schon. Die Form hier ist weit abgerundeter. Als noch bei diesem Modell hier. Die Basis ist gleich, das sieht man. Dann gibt es hier in Finnland den Panzerkampfwagen 4. Ausführung J in diesem Fall. Ein Panzerzug der finnischen Armee. Mit Blattfedern. Ja, klasse, ne?
Einfach schön. Ja Leute, beeindruckend, wenn man vor so einer großen Dampflok steht. Einfach nur beeindruckend. Motorihalli. Ja, Motorihalli. Hier sind die Motoren der Panzer ausgestellt. Und was gibt es denn hier zu entdecken? M17 Motor gibt es hier. Natürlich der Maybach HL120. Maybach Motor. Technisch starten.
Ja, jetzt hat das hier so ein bisschen angefangen zu regnen. Ich hoffe, euch hat der Rundgang gefallen. Also ein paar deutsche Panzer gibt es hier schon. Sturmgeschütz 3 in mehreren Ausführungen. Und der Kampfpanzer 4. Und viele, viele Infos. Zwei große Schleppdächer. Und ja, also hätte ich nicht gedacht, dass es sowas hier in Finnland gibt. Zufällig drauf gestoßen. Und finde ich jetzt sehr interessant. So, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und vor allem abonniert doch mal einfach meinen Kanal, wenn ihr mehr aus Finnland sehen wollt. Neben solchen Ausflügen, Ausflugstipps und Reisezielen gibt es auch wertvolle Informationen zur finnischen Kultur und alles Mögliche, was irgendwie mit Finnland zu tun hat. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis bald, euer Micha. Macht's gut. Ciao, ciao.